Hallo meine Freunde, hier ist wieder der Carsten und der Saugroboter war jetzt wieder eine Zeit lang fleißig und ich dachte mir, machen wir doch einfach mal wieder eine kleine Reinigung. Wie gesagt, wenn ihr halt eure Frauen oder wenn ihr Töchter habt, die auch lange Haare haben oder was, würde ich sowas auf jeden Fall alle 2 Wochen machen. Weil man sieht halt auch hier schon halt, wie die Haare halt hier alle sich da rumgewickelt haben. Ihr braucht auch nicht viel. Ihr könnt auch einen alten Lappen nehmen, wie gesagt. Ich habe jetzt hier einfach mir ein paar Zewa genommen, wo ich dann den gleich mit sauber mache. So, hier gibt es nicht viele Möglichkeiten, als einfach die Haare jetzt hier ein bisschen zu entfernen. Ist auch kein Problem soweit, wie gesagt, die hier abzumachen. Obwohl, ja, doch sind schon einige. Da sind schon einige mehr drin. Ich weiß jetzt nicht mal. Das muss ich mal schauen. Die Schraube mal loskriegen. Aber ich gucke erstmal noch so, ob ich das da rauskriege, jetzt das ganze Zeug. Sonst könnt ihr halt, wie gesagt, halt auch die Schraube lösen. Ich komme sofort wieder. Ich brauche mal hier mal einen kleinen Schlitz, Kreuzschraubenzieher. Müsste eigentlich noch einen haben. Wenn man einen braucht, dann findet man sich, ne? Kennt ihr das? Das übliche Problem. Aber ich glaube, ne. Ich habe nur Schlitz. Nur Schlitz habe ich hier. Nur Schlitz auf die Schnelle. Yeah! Mann! So, ich guck mal jetzt hier, wie gesagt, ob ich den jetzt hier. Den jetzt loskriege, ja, wunderbar. Ist zwar jetzt auch ein Schlitz, aber der passt wunderbar. So, jetzt nehme ich mal die hier. Schaut es euch an. Da könnt ihr sehen, den habe ich auch noch nicht losgehabt hier, aber ist kein Problem. So geht es auch noch schneller. Dann könnt ihr den ganzen Mist hier mal eben abmachen hier. So. Was mir jetzt noch fehlt, ist Glasreiniger. Einen Moment, Freunde. Bin sofort wieder da, Glas rein hier. So, wundert euch nicht über meine Nase. Ich bin nicht erkältet. Ich habe einfach wie jedes Jahr dieselbe Scheiße mit meinen Allergien zu kämpfen. Und jetzt ist halt wieder momentan ganz, ganz schlimm. Katastrophe. So, dann mache ich jetzt einfach mein Zewa ab. Sprühe den ein bisschen ein. So, mach die jetzt auch mal einmal sauber. Habe ich, wie gesagt, jetzt bis jetzt auch noch nicht gemacht. Die sehen eigentlich auch noch ganz okay aus. So, wie ich das sehe jetzt hier, ist das auch noch in Ordnung. Ein bisschen sauber machen. Wie gesagt, ihr könnt euch auch ohne Probleme halt Ersatzteile. Da gibt es ganze Sets mit der Rolle halt hier, mit dem hier. Wie gesagt, das kann man sich alles. Mit den Wischtüchern, das kann man sich alles in so einem Set nachbestellen. Gesehen habe ich schon bei Amazon, also von daher ist das auch kein Problem. So, Schraube wieder drauf. So, das ist okay soweit. So, ziehen wir das wieder fest. Genau. So, das soll wohl okay sein. Wo geht's weiter? Natürlich hier. Den hier abnehmen. Kann ich auch mal eben einmal kurz sauber machen. Sagt ein bisschen Glasreiniger hier. Da das alles hier ein bisschen schön sauber machen. Auch von innen. So. Okay, dann legen wir den mal kurz an die Seite. So, dann nehmen wir die Rolle mal wieder raus und wollen wir da einmal hier durchwischen, hier einmal hier so mit Glasreiniger, mit Zewa ein bisschen sauber machen. Das ist auch kein Thema. So, Freunde. Ihr seht, sammelt sich immer ein bisschen was an, ne? Und ja, aber es ist eigentlich gut machbar. Hier könnt ihr auch ein bisschen tiefer reingehen hier, ne? Da, wo er halt das alles ansaugt. So, dann nehme ich mal ein neues Zewa. Einen Moment.
weil ich gerade so schön dabei bin. Ja, ihr könnt auch einen alten Lappen nehmen. Wie gesagt, ist eigentlich egal, ob das Zebra ist. So, dann mache ich auch hier mal die hintere Fläche sauber, weil ich gerade dabei bin. So, wo sich auch immer ein bisschen gerne was ansammelt. Die Kontakte halt hier sauber machen. Auch, wie gesagt, hier. Hier an den Seiten sitzen Kontakte. Hier, da sitzen auch noch Kontakte. Die könnt ihr mit sauber machen, schön. Aber er hat jetzt auch wirklich ein paar Wochen wieder geackert. Und von daher wird es mal wieder Zeit, das Ding wieder so weit in Ordnung zu bringen. Von daher die Kontakte hier vorne. So, hier einmal lang wischen. Und dann nehme ich jetzt gleich nochmal ein sauberes Zebra, um halt die Sensoren eben sauber zu putzen. Ganz wichtig. Die Sensoren haben wir sitzen halt hier, da, 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 da und da. Das sind die Lichtsensoren. So, wie gesagt, ein bisschen nass machen. Normalerweise reicht das schon, wenn man das so macht. Dann kriegt man sie schon eigentlich schon sauber. So, wenn ihr das dann gemacht habt, dann könnt ihr in der App, wie gesagt, könnt ihr unter Wartung, könnt ihr das halt zurücksetzen, diese Sachen, die ihr gemacht habt. Damit ihr halt auch immer ungefähr wisst, wann ihr was gemacht habt, aber es ist wirklich hier, ist eigentlich kein Problem. Ja, so. Könnt auch einmal pusten, wenn ihr wollt, hier kleine Dinger hier sauber machen, aber wie gesagt, das würde ich wirklich mit hier auch die Kontakte halt hier, das würde ich auf jeden Fall auch mit Glasreiniger oder so machen und mit einem sauberen Zebra. Und dann ist das soweit auch kein Problem. So, dann sind die auch wieder sauber. So, und die letzten hier. So, das hatte ich ja schon einmal abgeputzt. Gehen wir dann nochmal so drüber. So, Sensoren sind soweit auch fertig. So, das Ding hatte ich auch schon sauber, wie ihr mitbekommen habt. Gerade eben. So, dann kümmern wir uns jetzt mal um die Rolle. Im anderen Video halt auch schon mal gezeigt, da könnt ihr halt auch sehen, wie sich halt hier die ganzen Haare drum wickeln. Hier könnt ihr das sehen. Ja, das ist halt nochmal so, wie gesagt, mit den Mädels, mit den Frauen, da wickeln die sich alle drum. Und ich ziehe das jetzt hier halt ein bisschen an der Seite. Ich weiß nicht, ob ich auch mit dem Dings reingehen kann, ich will es ja auch nicht kaputt machen. So, und dann versuche ich das halt jetzt hier halt hier aufzuschneiden, ne? Und dann kann man das halt dann abziehen, aber es ist schon, wie gesagt, also es ist schon, also ich sag euch, guckt euch das lieber alle 2 Wochen an oder so, weil ihr seht, guckt euch das an hier, alles die schönen hier, seht ihr das? Wie gesagt, könnt ihr mal sehen, was er da, ganz ehrlich, was er da aus der Hütte rausholt, ne? Wie gesagt, auch die ganzen Haare auf Teppichen oder was, wie gesagt, die man gar nicht so durchs normale Saugen wegbekommt. Also das ist schon wirklich unfassbar, was er hier für einen geilen Job macht. So, und ich versuche das halt hier so rauszukriegen. Ja, jetzt habe ich natürlich hier alles voll gewuselt, aber ist egal, das kann man ja gleich wieder abklopfen, das ist ja kein Problem. So, jetzt gehe ich einmal hier rein. So, das sieht aber schon wieder ganz gut aus. Ja, das sieht schon mal sehr gut aus, die Seite. Wenn ihr das seht, ja, das ist schon mal soweit in Ordnung. Jetzt kümmern wir uns um die andere Seite hier. Sieht natürlich genauso aus. So, einmal mit dem Schraubenzieher dahinter packen. Nochmal so ein bisschen vorsichtig und ein bisschen wegziehen. Und dann hier mit dem Messer halt rein, hier ein bisschen anschneiden, den ganzen Blödsinn hier. Natürlich nicht ins Gummi schneiden, ist klar, ne? Nicht in diese Rolle reinschneiden. Deswegen mache ich das jetzt halt so und schneide halt hier
direkt in die Haare rein, damit ich die halt hier auch loskriege. Donnerwetter. Also hat sich schon wieder viel drum getüttelt. Ja. Wie gesagt, das ist halt, das sind halt so diese Sachen, da sollte man auf jeden Fall nachschauen. Ich sage ja, also alle 2 Wochen, wenn eure Mädels wirklich lange Haare haben oder so, dann sollte man das schon, dann sollte man das schon machen. Und das ist dann auch kein Hexenwerk. Ja, ich habe das jetzt soweit auch alles rausgefummelt. So, ja, die Gummirolle ist auch soweit in Ordnung noch. Da ist noch nichts beigekommen. Zack. So, jetzt haben wir die auch soweit fertig. Nehme ich mir wieder einen Zähler. Ich weiß, Verschwendung, wenn die einen jetzt sagen. Aber da ich nun mal halt auch mit den Tieren mache, mit den Vogelspinnen, da muss ich halt auch immer viel, um die Scheiben sauber zu machen, da muss ich halt auch immer viel Zähler benutzen. Von daher, aber das, klar, das könnte man jetzt halt auch mit dem alten Geschirrtuch machen, um da halt, wie gesagt, nicht so viel Müll zu fabrizieren. Ne, deswegen spreche ich das jetzt auch gleich an. Und das nächste Mal, wie gesagt, werde ich dann halt auch mir einen alten Lappen nehmen. Definitiv. Ne, wir müssen ja an die Umwelt denken. Und auf jeden Fall ist es auch gut, darüber zu sprechen. Ja, dass das jetzt gerade auch nicht so toll ist, da halt so viel Papier zu verballern. So, ich gehe jetzt einmal die Dings hier alle durch. Mache die einmal noch mal ein bisschen sauber. So, wie gesagt, das kann man machen, das muss man nicht machen. Aber wenn ich schon gerade dabei bin, dann kann man das auch ruhig machen. So, achso, Moment. Hier hatte ich noch anliegen. So, dann gehe ich jetzt hier nochmal klar, wie gesagt, weil ich habe da jetzt auf dem Gerät das gemacht. Das liegt natürlich alles wieder voll hier mit den ganzen Haaren. Und ja, wische jetzt noch einmal grob weg. Machen wir einmal so, weil, wie gesagt, in 2 Tagen läuft das sowieso wieder hier. Oder weiß ich nicht, ob ich ihn heute noch laufen lasse. Ne, ich glaube heute nicht mehr. So, dann haben wir das soweit auch fertig. Nochmal über die Dings pusten hier. Na, über die Lichtaugen nochmal pusten. Das nächste Mal, wie gesagt, wenn ihr die Rolle sauber macht oder da halt alles rausholt hier, wie gesagt, schaut euch das mal an, was ich da jetzt rausgeholt habe. Ja, das ist schon eine ganze Menge. Dann packt den Sauger einfach an die Seite. So. Und dann verdreckt ihr auch nicht gleich wieder. Macht Sinn, ne? Deswegen. Macht Sinn. So, das hätten wir soweit. Das heißt, dann können wir die Rolle auch schon wieder einsetzen. So, die funktioniert sowieso nur auch in eine Richtung. Aber so geht gar nicht. Also sie geht auch nur in eine Richtung dran zu machen. Und von daher braucht ihr auch keine Sorgen haben, dass ihr sie falsch rumsetzt. Ist nicht machbar. So. Das ist auch wieder sauber. Muss ich mal eben kurz gucken. Da rastet er ein. Hier packt er drunter. So. So. Ist das auch wieder fertig soweit? Jetzt drehen wir mal das Schmuckstück einmal um. So. Moment. Ich kann das besser von hier machen. So. Putzen wir noch mal einmal ab, komplett. Von oben noch mal einmal schön. So. Wunderbar. Dann habt ihr hier vorne, habt ihr ja noch
Aber hier an den Seiten, auf beiden Seiten und vorne, wie gesagt, habt ihr halt noch ein Lichtauge, ein Sensor. Die kann man halt auch so ein bisschen mit Zebra ein bisschen sauber machen. Hier an der Seite hier, da ist jetzt keiner, da ist noch einer. Da, wo die Bürste ist, hier ist noch einer. Kann man auch noch schön sauber machen. So, ja, Freunde, dann war es das soweit. Ja, dann haben wir wieder sauber für die nächsten Einsätze. Und ne, damit ihr das auch mal seht, wie gesagt, was ihr da halt auch wirklich aus euren Teppichen rausholt, das ist schon eine ganze Menge. Und von daher, wie gesagt, alle zwei Wochen kann man das auf jeden Fall machen. So, und dann, wie gesagt, geht ihr in die App rein und könnt das dann halt wieder zurücksetzen, was ihr gereinigt habt. Ja, und dann geht es weiter halt, ne? Also ist jetzt wirklich kein Hexenwerk, das Ding in Ordnung zu bringen. Und deswegen wollte ich das nochmal einmal zeigen, dass das kein Problem ist. Und es ist jetzt, wie gesagt, ja, der S7 jetzt mit der Absaugstation. Also er hat jetzt nicht, dass er da auch noch frisches Wasser drauf macht. Er hat, also das mache ich selber, was ich jetzt auch kein Problem finde, weil ich brauche, also das brauche ich ganz ehrlich gesagt nicht. Hier, wie gesagt, eben das Wasser, also ein Tröpfchen. Allzweckreiniger rein, Citrus Allzweckreiniger rein, Wasser rein, zack, das Ding dran. Das ist kein Hexenwerk. Genau. Ich glaube, ich hatte ihn vorhin ausgemacht. Und ja, jetzt ist er soweit wieder startklar. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen soweit. Seid mir bitte nicht böse halt mit dem Zebra. Ich habe es extra angesprochen, weil ich es jetzt auch gemerkt habe. Ja, man greift halt immer schnell zu den Rollen, gerade wie gesagt, wenn ich mit meinem Vogelspinner die Terry sauber mache, hat man die auch immer schnell zur Hand und das ist halt dann die Gewohnheit. Aber ich denke mal, ein altes Geschirrtuch oder was, um den Roborock sauber zu machen, ist auf jeden Fall auch die bessere Alternative. Von daher, okay, würde ich sagen, mit den Lichtaugen, da müsst ihr dann halt wirklich schauen, dass er halt trotzdem dann halt ein sauberes Geschirrtuch nehmt, wenn ihr die sauber macht. Vielleicht als letztes wäre nicht verkehrt, wenn man die als letztes sauber macht, aber ihr habt es gesehen, ist alles kein Problem und dann kann er dann wieder losflitzen. Ja, dann würde ich sagen, ich mache mal die Kamera so jetzt hier, Moment, ich habe die jetzt hier so festgeklebt, ich mache die mal einmal so und sag ja, ne? Das war's, Roborock-Reinigung erfolgreich abgeschlossen, Zimmerreinigung abgeschlossen. Ja, dann würde ich sagen, kann er erstmal die nächsten zwei Wochen wieder Gas machen. Bis dahin, Freunde, macht's gut, ciao, ciao. Ja.